Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen. Shivak Mahaprabhu ist auch dabei. Ich habe hier den Tisch auf Stehhöhe eingestellt, damit ich ein bisschen agiler bleibe. Und der Shivatma, der lasst euch davon nicht irritieren. Er sitzt einfach ganz bequem auf einem Stuhl. Und wir lesen jeden Morgen gemeinsam aus dem Srimad Bhagavatam, unser wichtigstes Buch im Krishna-Bewusstsein, neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, wohlgemerkt. Alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Ja, wir wollen jetzt hören, wie geht es mit unserer Geschichte weiter? Und dafür habe ich ein paar liebe Gesprächspartner heute mit eingeladen, und zwar die Bhakti Lata und den Jayadev aus Berlin. Hare Krishna. Herzlich willkommen. Jetzt muss ich mich hier auch noch mal mit reinbringen. So. Und ein paar Worte über Jayadev und Bhakti Lata. Jayadev trat der Hare Krishna Bewegung bereits im Jahre 1998, also im vorigen Jahrhundert, Jahrtausend, sagt man sogar Jahrtausend, nicht wahr? Oh mein Gott, Jayadev, du bist also im letzten Jahrtausend schon der Hare Krishna-Bewegung beigetreten und hast dann auch in Berlin im Brahmachari-Ashram einige Jahre gelebt, bist dann richtig nach Berlin gezogen und mittlerweile bist du ein Grihastha, du bist berufstätig, kümmerst dich für das Land Berlin um sozial etwas schwächere Menschen dort. Und bevor das mit dieser Corona-Krise losging, hast du zusammen mit deiner Frau Bhakti Lata regelmäßig dich um das Sonntagsfest in Berlin gekümmert. Wir hoffen, dass diese oder ähnliche Zeiten wieder bald starten werden. Und du bist 2021, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, eingeweiht worden, sogar als Brahmana, eine Brahmana-Einweihung. Super. Und ja, deine Frau Bhakti Lata trat der Bewegung 2017 bei, ist das richtig? Toll. Und zwar Jayadev ist da, glaube ich, maßgeblich dran beteiligt gewesen. Und zusammen habt ihr da auch schönen Service gemacht für das Berliner Zentrum, für den Jagannath-Tempel. Dann arbeitet sie als Erzieherin in einem Kindergarten. Toll. Und wurde 2021 von Kadamba Kanana Swami eingeweiht mit dem Namen Bhakti Lata, Hare Krishna. Und was machen Bhakti Lata und Jayadev so momentan alles für Krishna? Ja, sie organisieren fast jeden Tag einen zweistündigen Japa-Treff auf Zoom, wo man um Punkt 5 Uhr seinen Computer einschalten kann und man trifft euch, also man ist ziemlich sicher, dass man euch dann auch wirklich antrifft. Ihr habt dann schon den Beatback in der Hand und man weiß sofort, okay, jetzt heißt es Hare Krishna chanten. Und das macht ihr immer für 2 Stunden, sodass man einfach sich nicht alleine fühlen braucht. Man sieht einfach, viele Devotis kämpfen auch mal mit dem Schlaf oder tanzen begeistert dann plötzlich in ihrem Wohnzimmer herum, weil die Runden so ekstatisch sind. Dann liest ihr jede Woche einmal auch über Zoom, da kann auch jeder mitmachen, aus dem Krishna-Buch. Das ist auch toll. Und ihr habt auch, habe ich jetzt gesehen, einen YouTube-Channel, wo ihr immer mal wieder so eure Gedanken zum Thema Bhagavad Gita raushaut, sagt man heute. Ich habe heute ein Video rausgehauen, aber mit sehr viel Liebe und Hingabe tut ihr das immer. Und ja, ich habe mir auch schon ein paar angeguckt, sehr interessant. Ja, und
Heute seid ihr bei uns hier im Podcast zu Gast. Wir wollen uns direkt über Bhishma Deva unterhalten, beziehungsweise über die Lehren, die er dem Kaiser Yudhishthira nochmal weitergegeben hat. Ein paar Minuten, kann man sagen, oder vielleicht waren es ein paar Stunden, bevor er endgültig seinen Körper aufgegeben hat. Und dieser Episode wollen wir uns heute zuwenden. Und zwar ist das der 26. Vers. Der hat eine ziemlich lange und intensive Erläuterung. Deshalb sind wir da jetzt, glaube ich, schon den dritten oder vierten Tag mit beschäftigt. Aber das macht überhaupt nichts. Wir wollen lieber gründlich lesen und das auch verstehen, als in einem Schnelldurchgang. Und am Ende wissen wir gar nicht wirklich, worum es ging. Und ich lese noch mal kurz das Sanskrit. Purusha svabhava vihitan yata varnang yatashramam vairagya ragopadibhyam amnato bhaya lakshanam. Auf Maharaj Yudhishthiras Frage hin nannte Bhishma Deva zunächst die Einteilungen der Kasten und Lebensstände je nach der Befähigung des Einzelnen. Sodann beschrieb er systematisch in zwei Abschnitten die Gegenwirkung durch Loslösung und die Wechselwirkung durch Anhaftung. Die Vaishyas oder Kaufleute haben vor allem die Aufgabe, die Kühe zu beschützen. Der Schutz der Kühe bedeutet eine Steigerung der Milchprodukte, wie vor allem Frischkäse und Butter. Landwirtschaft und Nahrungsmittelverteilung, gestützt auf eine Ausbildung im vedischen Wissen, sowie die Bereitschaft, von dem erworbenen Reichtum Almosen zu geben, bilden die Hauptpflichten der Kaufleute. So wie den Kshatriyas der Schutz der Bürger anvertraut wurde, so wurden die Vaishyas mit dem Schutz der Tiere betraut. Tiere sind auf keinen Fall dafür bestimmt, getötet zu werden. Das Töten von Tieren ist das Merkmal einer barbarischen Gesellschaft. Für den Menschen sind Feldfrüchte, Obst und Milch ausreichende und geeignete Nahrung. Die menschliche Gesellschaft sollte sich mehr den Schutz der Tiere zur Aufgabe machen als ihre Schlachtung. Die Kraft des Arbeiters wird missbraucht, wenn sie für die industrielle Vorhaben verwendet wird. Die vielen verschiedenen Industriezweige können die Grundnahrungsmittel des Menschen, nämlich Reis, Weizen und andere Getreidesorten sowie Milch, Früchte und Gemüse nicht erzeugen. Die Herstellung von Maschinen und Maschinenzubehör steigert nur den künstlichen Lebensstil einer Klasse von Menschen mit eigennützigen Interessen und hält Tausende von Menschen in Hungersnot und Unruhe. Das sind nicht die Merkmale einer wirklichen Zivilisation. Herzlichen Dank. Ja, und lieber Jayadev, liebe Bhaktilata, gestern hatten wir den Jörg besucht hier in unserer Umgebung. Er hat seinen Geburtstag gefeiert und hat uns eine kurze, interessante Geschichte erzählt, die ihm wiederum eine Freundin aus dem Iran erzählt hat. Und die passt so wie die Faust aufs Auge auf den heutigen Tag. Die geht kurz, aber ihr werdet sie bestimmt mögen. Also es war ein sterbender Familienvater, der lag auf seinem Sterbebett und er hatte viele Kinder, die dann alle, die waren auch schon erwachsen, die standen um dieses Bett herum und ja, sie wussten, die letzte Stunde war geschlagen oder er hatte nur noch ein paar Stunden zu leben. Und er sagte, ja, was ich euch ja vergessen hatte zu verraten, ist, ein kostbarer Schatz ist auf unserem Grundstück. Sie hatten ein großes, großes Grundstück. Und die Kinder waren gleich so, oh. Und die dachten, vielleicht bevor er ganz den Körper aufgibt, vielleicht finden wir den vorher und dann kann er uns das bestätigen, dass das der Schatz ist. Und so fingen sie an zu graben überall. Im Garten, also das war ein sehr großes Land. Haben überall gegraben
aber sie haben nichts gefunden. Und dann sind sie wieder zum sterbenden Vater gegangen. Wir haben nichts gefunden. Und dann ist er, hat er den Körper aufgegeben. In der Nacht hat es ganz doll geregnet und am nächsten Tag sprossen überall die, wie nennt man das, die Getreidehalme und alles spross aus diesem Boden. Ne? Und die verstanden, der Vater hat uns einfach mal gesagt, dass wir das ganze Land einfach mal richtig umgraben sollen und dann kam der richtige Reichtum. Also die hatten was anderes erwartet, so eine Schatzkiste mit Perlen und Juwelen. Aber es war das, was Srila Prabhupada hier sagt, ich lese es euch nochmal vor. Für den Menschen sind Feldfrüchte, Obst und Milch ausreichende und geeignete Nahrung. Ja, das sind so hier meine ersten spontanen Gedanken zu dieser Erläuterung, Jayadev von Bhaktilata. Was fällt euch dazu ein? Ja, wo du sagst, dass Getreide und Milchprodukte ausreichende Nahrung sind. Also ich glaube, in vielen Fällen fängt das Krishna-Bewusstsein mit Vegetarismus an. Ja, also wenn wir uns, auf jeden Fall war es bei mir so, als es um die regulierenden Prinzipien ging und so etwas. Ja, und wie kann ich jetzt einen Schritt machen, um aus meinem damaligen Lebensstil eine Veränderung zu schaffen, da ist so Vegetarismus elementar, ja, um das eigene Verhalten zu ändern, die eigene Existenz langsam zu reinigen und auch feineres Bewusstsein zu entwickeln als über den Fleischkonsum. Ja, das ist etwas, was ich zuerst im Kopf hatte. Das andere, dieses Ideal, was aus meiner Sicht immer wieder durchscheint in Srila Prabhupadas Büchern oder aus der vedischen Literatur, dieses Ideal von einem einfachen Leben auf dem Land, das ist etwas, ja, was für mich ein bisschen einer Utopie gleichkommt, weil ich durch Vorsehung und Umstände in Berlin bin seit über 20 Jahren mittlerweile. Und aus diesem Grund, ja, ich bin kein Vaishya, das weiß ich. Das habe ich auch rausgefunden im Laufe der Zeit. Ich bin weder Händler noch Landwirt. Aber das ist etwas, also für mich ist das immer so ein Weckruf. Achtung, die moderne Industriekultur ist auf Sand gebaut. Das ist nicht das, was die Schriften uns empfehlen. Dieser Weckruf erreicht mich immer wieder. Und ich habe erst in der letzten Woche von jemandem darüber sagen hören, also auch einem großen Prediger in unserer Bewegung darüber sprechen hören, der gesagt hat, ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif, dahingehend zurückzugehen. Aber ich für mich persönlich habe das im Hinterkopf. Okay. Schön. Ja, mich hat das eben auch an ein natürliches Leben erinnert, beziehungsweise wie fern wir davon sind. In der Stadt natürlich am meisten, aber auch auf dem Dorf schon. Also wenn wir uns anschauen, mit wie viel Plastik wir uns umgeben. Also ich meine, ich arbeite in der Kita, dann alleine das Spielzeug, was Kinder heutzutage so bekommen, also die Massen an Spielzeug und auch woraus das Spielzeug gemacht wird, das ist nur eine kleine Anekdote aus meinem Arbeitsalltag. Aber wir sind so fern von natürlichen Reichtümern. Und wir haben in den letzten Sonntagen von Krishna in Dwaraka gelesen, im Krishna-Buch. Und da wird erzählt, dass Krishna morgens vom Hahn geweckt wird und sofort aufsteht und meditiert. Und in Berlin kräht kein Hahn. Also Dwaraka war ja auch eine riesengroße Stadt. Aber offensichtlich eine Stadt mit einem ganz anderen Fundament an
Agrarwirtschaft an Vaishyas, die diese Gesellschaft getragen haben. Mhm. Ja. Wow. Ja, ich kann mich erinnern noch, dass mein Vater hat mich oft, als ich ein kleines Kind war, hat er sich immer noch mal an mein Bett gesetzt, so beim Einschlafen, kennt ihr vielleicht, manchmal war es die Mutter, manchmal war es der Vater. Und ich war ein recht wissbegieriges Kind und hatte so eine Phase, wo ich immer wissen wollte, wie irgendwas gemacht wurde. Wie wird ein Trecker gemacht? Und dann hat er mir das erklärt, ja, der wird so und so gemacht, so für Kinder halt verständlich. Und dann kamen so Sachen wie wird Rotkohl gemacht? Das wird nicht gemacht, das wächst. Das war oft so die Antwort. Also, wie wird eine Flasche gemacht? Ja, da wird dann so Sand geschmolzen, daraus wird Glas gemacht in einer Fabrik. Und dann ging es wieder los. Und wie wird ein Blumenkohl gemacht? Das wird nirgends gemacht, das wächst. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ja, das gibt einen dann doch ein bisschen zu denken. Und was vielleicht auch noch interessant ist, da gab es mal einen Atheisten, der ließ verkünden, dass man Gott nicht mehr brauche. Wir hätten alles doch schon selbst erschaffen. Oh, Wolkenkratzer, dies, das. Und irgendwie in dieser Geschichte erschien dann Gott und sagte, okay, dann baust du morgen einen Wolkenkratzer und ich baue morgen einen Wolkenkratzer. Und er so, ja, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Dieser Wette gehe ich ein. Und am nächsten Tag wollte der gerade einsteigen in seinen 45-Tonner Diesel und Zement holen. Da griff ihn irgendwas Unsichtbares an die Hand, bevor er den Zündschlüssel umdrehen konnte. Moment, das ganze Zement gehört mir. Ja, also das ist, was, denke ich, heute die meisten Menschen vergessen haben, dass die sogenannten Ressourcen, man hört immer die Ressourcen, wir haben nur begrenzte Ressourcen, Ressourcen hier, Ressourcen da, aber die ganzen Ressourcen gehören eigentlich Krishna. Das wird praktisch völlig ausgeblendet. Ja, Jayadev und Bhaktilata, wir können auch kurz mal ins Chatfenster gucken. Also falls ihr da auch noch Gedanken oder Fragen habt, schreibt es gerne ins Chatfenster. Und ansonsten, ja, Jayadev und Bhaktilata, hier wird auch über die Tiere, du sprachst es eben schon an, Jayadev, der erste Schritt im Krishna-Bewusstsein, da gehört sicherlich der Vegetarismus dazu. Das kann ich total, da gehe ich total mit dir. Also irgendwann kommt man mit den sogenannten vier regulierenden Prinzipien in Berührung, wenn man sich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Und ich glaube, die meisten Menschen, die springen sofort, also wenn sie auf die Prinzipien anspringen und dass da eine Einsicht aufkommt, dann ist es sicherlich das mit dem vegetarisch Leben das Erste, wo sie sagen, ja, also das liegt auf der Hand. Ne? Und dann kommen vielleicht andere Sachen danach. Aber ich denke, vor den anderen drei Prinzipien, was haben wir da? Glücksspiel. Ja, ich denke, da gehen auch viele gleich schnell mit. Bei der Berauschung sieht es schon ein bisschen anders aus. Da sagen manche dann schon, ja, ja. Und das vierte mit der unzulässigen Sexualität, da haben die meisten Menschen Schwierigkeiten. Was auch im Bhagavatam beschrieben wird, dass das nicht so einfach ist, das verfolgt uns mehr oder weniger bis zum letzten Atemzug. Aber mit dem Vegetarismus, ich denke, das ging euch auch ähnlich. Das war für mich eine Frage von einem Tag, mich dafür zu entscheiden. Wie war das bei euch? Also ich bin da nicht so, bei mir gehen diese Dinge nicht so schnell, nicht in diesem Leben. Da sind andere Knoten, die da sitzen und gelöst werden wollen. Und bei mir, ich
Ich glaube, das war nach dem ersten richtigen Hare Krishna Festival. Simhachalam 1998. Und das waren so viele Eindrücke. Sadhu Sangha, ja, die Gemeinschaft mit Devotees, was mich so richtig durchgeschüttelt hat innerlich. Und ab da war dann Schluss und ich habe mir ein Kochbuch besorgt. Ich habe bis dahin in meinem Leben nicht mal Nudeln gekocht vorher, sondern war immer noch völlig abhängig vom Elternhaus. Und habe mir die vedische Kochkunst gekauft und bin nach Hannover gefahren und habe alles an Gewürzen eingekauft, was ich so in dem Kochbuch gefunden habe, und habe die Küche meiner Mutter einmal komplett umgekrempelt. Und wie das eine liebevolle Mutter so macht, sie lässt das alles zu und beseitigt hinterher die Schäden. Halb abgebrannte Balken. Genau, ja, das ließ sich alles beheben innerhalb eines Nachmittags, aber ich habe die ganze Familie eingeladen zu Sabzi, zu Gemüse und Reis und zu Koftas, die ein bisschen viel Hitze bekommen haben, da kann ich mich noch dran erinnern, aber trotzdem, und Raita, das heißt einen Dip für die Koftas, ich weiß gar nicht mehr, was noch dabei war, ich glaube, selbstgemachter Käse war auch dabei. Das war das erste Mal Kochen in meinem Leben. Und da hat für mich der Vegetarismus angefangen. Ja, für mich war das auch, also als ich Jaydev kennengelernt habe, da waren wir noch in keiner partnerschaftlichen Beziehung. Aber er war auf jeden Fall meine Inspiration, auch Vegetarier zu werden. Und das fand ich auch tatsächlich ziemlich leicht, also weil ich habe mich davor damit gar nicht so beschäftigt. Ich bin halt auf einem Bauernhof groß geworden und da hat es, ja, irgendwie, das war Teil meines Lebens, dass die Tiere, die wir dort hatten, auch geschlachtet werden und von uns gegessen werden. Aber so durch Gespräche mit Jayadev und dann auch die Grundlage, warum wir kein Fleisch essen, das war für mich sofort logisch. Also das mit den Eiern hat für mich ein bisschen länger gedauert, aber keine Tiere zu essen, das ging sehr schnell und einfach auch. Wow. Ich sehe hier gerade, die Martina schreibt, wir sind zum Krishna-Bewusstsein gekommen, weil wir Vegetarier waren. Super. Martina, kannst du das nochmal genauer erklären? Ja, Haribol. Ja, wir sind schon ganz lange vegetarisch. Also ich bin schon, glaube ich, 30 Jahre oder so. Und inzwischen natürlich vegan, wie ja viele wissen. Aber für uns war das ganz wichtig, dass wir sind auch lange schon spirituell und wir haben im Krishna-Bewusstsein das gefunden mit dem Vegetarismus, dass man eben keine Tiere tötet. Das findest du in anderen spirituellen Gemeinschaften oder Religionen nicht so explizit. Und das hat uns unheimlich angezogen. Das war für euch gleich ein großes Argument. Ja, ich meine natürlich, ich bin im Tempel gewesen und dann habe ich die Detis gesehen, getanzt und dachte ich, wow, und dann war ich sowieso sofort infiziert. Aber für Markus, also meinen Mann, war das schon ein richtig starkes Argument. Wow, toll. Ja. Ram Gopal, deine Hand sehe ich hier auch. Moment. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, Hare Krishna. Hare Krishna. Ich wollte dazu anmerken, weil ich das auch immer sehr interessant finde, so die Gesamtheit und die Betrachtung der Gesamtheit, um das Einzelne verstehen zu können. So, das Srimad Bhagavatam sagt uns im zweiten Kanto, im ersten Kanto und zweiten Kapitel, die absolute Wahrheit wird in drei Aspekten erkannt: Brahman, Paramatma, Bhagavan. Und also mittlerweile verstehe ich das, wenn wir das Brahman und Paramatma nicht verstehen, dann offenbart sich Bhagavan nicht wirklich für uns, weil wir nicht den tiefen Respekt für andere Lebewesen entwickeln können, weil wir nicht diesen gesamten Bild im Fokus haben, sondern nur so ein Stück einer Torte sozusagen, was ja schon total super ist, also im Gegensatz zu der anderen Welt ist das ja gar keine Frage.
Aber so die komplette Sicht der Dinge zu haben. So, ich habe gerade gedacht, ich bin ja jetzt bei meinen Eltern beziehungsweise bei meinem Vater und ich habe gerade gedacht, soll ich euch ein Bild schicken, wo der Hühnerstall früher stand und wo dann der Hahn krähte und wo die Tiere rumliefen und so weiter. Aber dann habe ich gedacht, nee, da müsst ihr jetzt ein bisschen zu viel erklären. Es ist wirklich wichtig, dass wir das Komplette verstehen, weil sonst kommt die Milch aus dem Supermarkt oder das Gemüse wächst da im Regal und so. Und das ist toll, dass das so auch im Bhagavatam für Srila Prabhupada immer wieder so ein großes Thema ist. Das wollte ich nur mal so anmerken und als Inspiration geben, ruhig da noch ein bisschen reinzugehen in diesen gesamten Blick. Ja, super. Wir können ja noch mal in einem Schnelldurchgang die Erläuterung durchgehen. Die Vaishyas oder Kaufleute haben vor allem die Aufgabe, die Kühe zu beschützen. Also jeder Satz hat hier wirklich eine Bedeutung. Viele, viele sogenannte Kaufleute denken einfach, meine Lebensaufgabe ist es, in so kurzer Zeit wie möglich so viel Geld und Reichtum zu generieren. Fertig. Das ist, was ich unter Kaufmann oder wie nennen sich solche Leute, Industrieller verstehe. Aber hier wird beschrieben, die Vaishyas oder Kaufleute haben vor allem, also das kommt zuerst und alles andere kommt dann dahinter, die Aufgabe, die Kühe zu beschützen. Der Schutz der Kühe bedeutet eine Steigerung der Milchprodukte, wie vor allem Frischkäse und Butter. So, also man muss verstehen, in einer vedischen Landwirtschaft, da wurden die Kühe beschützt, also gut behandelt und nicht ausgebeutet. Und wenn, so heißt es zumindest, wir haben da nicht mehr so viel Erfahrung heutzutage, aber es wird in dem Bhagavatam beschrieben, dass die Kühe in Goloka Vrindavan, also in wo Krishna gelebt hat, die fühlten sich so beschützt und geliebt und umsorgt von den Menschen, dass sie von alleine so viel Milch gaben, dass es teilweise sogar heißt, dass der Boden, der Acker, mit Milch durchtränkt war. Also die haben Krishna gesehen und das kommt noch dazu, also die fühlten sich einfach nicht nur gut behandelt, sondern sie haben Krishna sogar richtig geliebt. Der hat sich um sie gekümmert, dass automatisch aus den Eutern der Kühe Milch rausgetropft ist. Das kann man auch bei menschlichen Müttern manchmal beobachten, dass die dann, wenn sie ihr Baby, sie haben es noch nicht mal auf den Arm, dann tropft schon Milch aus ihrer Brust heraus. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Und dann heißt es hier weiter, Landwirtschaft und Nahrungsmittelverteilung gestützt auf eine Ausbildung im vedischen Wissen sowie die Bereitschaft, von dem erworbenen Reichtum Almosen zu geben, bilden die Hauptpflichten der Kaufleute. Ja, auch total wichtig, dass eben Kaufleute das nicht einfach so an sich raffen. Und wir sehen das gerade, wir haben da in den letzten Tagen viel drüber gesprochen, diese ganzen kommunistischen Revolutionen, die sind ja nur entstanden, weil die Kapitalisten, also die Fabriken besaßen, die Leute, die dort gearbeitet haben, immer weniger Geld gegeben haben und die hatten nachher nicht mal mehr genug, um sich in einer vernünftigen Wohnung mit vernünftigen Sanitäreinrichtungen zu leben. Es wird beschrieben, dass Kinder in Bergwerke reingeschickt wurden, weil die nur geeignet waren, durch enge Stollen Kohle herauszuholen oder andere Metalle. Also wie weit
sind diese sogenannten Kaufleute von der vedischen Kultur entfernt. Also weiter weg geht, glaube ich, kaum. So, und wenn dann, wie hier beschrieben wird, Reichtum generiert wird, dann sollen die Vaishyas das gerne wieder verteilen. Und ich habe mal mit einem Devoti gesprochen, der sich auch als Vaishya betrachtet. Er meint, das ist eigentlich die größte Ekstase eines Vaishyas, dass er dann wieder Spenden geben kann. Ja, ich weiß nicht, haben wir einen echten Vaishya heute hier in der Runde? Jayadev und Bhaktilata, wie seht ihr das? Ja, es ist tatsächlich sehr schön, darüber zu hören und sich darüber auszutauschen, was Srila Prabhupada hier in seiner Erläuterung festhält. Und mir wird dabei bewusst, wie sehr wir von solch einfachen Dingen getrennt sind. Ja, also von diesem Wissen, das zu unserem Glück ist. Ich wurde letzte Woche auf der Arbeit in der Pause mal von einem Kollegen gefragt, sag mal, in Indien und bei den Hindus, also die wissen schon so ein bisschen, dass ich da spirituell meine Wurzeln habe. Und die haben dann einen Kollegen gefragt, aber wieso hat denn da eine Kuh so Bedeutung eigentlich? Ja, und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Und ja, mir wird klar, dass es gibt überhaupt keine, das wird überhaupt nicht vertreten in der Gesellschaft. Die Bedeutung von dem Schutz von Tieren, dem Schutz der Kühe, dem Geben von Spenden, gesellschaftlichen Einteilungen und so etwas, das findet gar keinen Raum, was zu unser aller Schaden ist im Grunde. Ja, wir sind damit, du hast es gerade angesprochen, die Wirtschaft im Kommunismus. Ich habe hier in Berlin mal eine Führung mitbekommen, wo berichtet wurde, wie die Industrialisierung sich hier so abgebildet hat in der großen Stadt. Und dass es vor allem, dass die Menschen, also ganze Familien in kleine Räume in den großen Häusern eingepfercht waren, ohne Heizung, ohne fließendes Wasser, ohne ausreichende Nahrungsversorgung, waren sie hier in den Städten, damit die Männer vor allem in den Industrien arbeiten konnten. Ja, sie waren nicht ausreichend versorgt mit Wohnraum, nicht ausreichend mit Nahrung, hatten keine ausreichende Hygiene für sich und die Familie, sodass alle krank geworden sind und sich Seuchen ausgebreitet haben. Und das alle für vermeintlichen Reichtum durch Arbeit in Industrien. Ja, das sind Ergebnisse von einer solchen Irreführung auch. Und Srila Prabhupada macht genau das Gegenteil. Also manchmal, wir sind hier eine recht überschaubare und auch familiäre Gruppe, die sich über das Srimad Bhagavatam austauscht. Aber wir lesen zumindest jeden Sonntag über die Sankirtan-Scores. Und was dahinter steht, ist ja, dass genau dieses Wissen, diese Unterscheidung in alle Haushalte verteilt wird. Und zwar unermüdlich. Unermüdlich, seit Jahrzehnten. Und das kann tatsächlich auch den Unterschied machen in unserem Verständnis und in unserer, ja, fehlgeleiteten Lebensweise. Ja, darauf Bezug nehmend finde ich auch, also zum Thema Vegetarismus jetzt, wenn wir sagen, okay, aufgrund, also es wurden so viele Bücher verteilt und ich finde, gerade in Berlin, aber ich denke auch in anderen Städten in Deutschland, kann man sehen, wie Vegetarismus, also beziehungsweise mittlerweile ist es schon der Veganismus, ne? Also so wie groß das wird, immer mehr Restaurants bieten rein vegetarische oder vegane Gerichte an. Also das bekommt immer mehr Raum und alle Menschen wissen über Karma Bescheid. Wir machen in der Kita, machen wir Yoga mit den Kindern. Also und zwar Kollegen, die damit nichts zu tun haben. Aber sie haben mal eine Fortbildung gemacht zum Thema Kinder-Yoga. Also dann geht es halt um Stellung, ne? Um Asanas. Aber das
ist immer mehr auch Teil unserer Gesellschaft und das wird schon auch seine positiven Früchte tragen. Genau, Schiller Praupert sagte mal, dass diese ganzen kommunistischen Revolutionen, jetzt benutze ich das Wort schon zum zweiten Mal, die sind eigentlich deshalb entstanden, weil Schriften verteilt wurden in der Bevölkerung. Also die Leute waren unzufrieden, konnten aber teilweise doch immerhin lesen oder sie hatten jemanden, der ihnen das vorgelesen hat. Und dadurch sind dann in Gegenden, wo Karl Marx noch nie hingegangen ist oder Lenin, die waren noch nie dort, die waren noch nie in Westbengalen. Plötzlich haben die Leute da angefangen, sich für den Kommunismus zu interessieren, hat Srila Prabhupada erzählt. Das ist auch durch das gedruckte Wort einfach nur entstanden. Und deshalb, ja, ich gebe dir recht, Jayadev, das dürfen wir nicht unterschätzen. Vielleicht sehen wir noch nicht das ganze Bild, aber Bhakti Lata hat es schon eben so ein bisschen uns vor Augen gehalten. Wenn wir genauer hingucken, sieht man doch erstaunlich viel, was sich im Bewusstsein der Menschen doch getan hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren, so allmählich. Und ja, prima. Shivatma, magst du noch was? Also Shivatma zum Beispiel, er kommt aus einem ziemlich vegetarischen Elternhaus, erstaunlicherweise. Also er brauchte sich mit dieser Frage nicht rumärgern. Ja, soll es es gab auch manchmal so die ein oder andere überraschende Ausnahme, auch schon vor 50, 60 Jahren. Ja, ich würde sagen, wir lesen einfach nochmal die Erläuterung fertig. Und wenn uns da der Sinisha macht hier noch einen interessanten Punkt, er schreibt, eines der großen Irrtümer in den abendländischen Kulturen ist wohl auch der Glaube, dass Tiere nicht beseelt sind. So kann man sie dann als unbeseelte lebende Organismen betrachten, welche dazu bestimmt sind, uns zur Nahrung zu dienen. Genau, das ist ein Riesenproblem. Man spricht bei den Landwirten, die sprechen gar nicht oft mehr von Tieren, sondern von Produktionseinheiten. Also wir haben wieder 30 Produktionseinheiten verladen. Ja, habe ich gehört, habe ich mitgekriegt. Es geht hier weiter. So wie den Kshatriyas der Schutz der Bürger anvertraut wurde, so wurden die Vaishyas mit dem Schutz der Tiere betraut. Ich glaube, es war Mahatma Gandhi, der sagte mal, die Moral einer Nation lässt sich daran messen, wie sie die Tiere behandelt. Also eine Nation, die wie hier in Deutschland, wo ich hatte da mal verrückte Zahlen, 700 Millionen Tiere im Jahr werden hier irgendwie getötet. Das ist nach Mahatma Gandhi keine Zivilisation und schon gar nicht nach den Aussagen hier des Srimad Bhagavatams. Tiere sind auf keinen Fall dafür bestimmt, getötet zu werden. Das Töten von Tieren ist das Merkmal einer barbarischen Gesellschaft. Für den Menschen sind Feldfrüchte, Obst und Milch ausreichende und geeignete Nahrung. Die menschliche Gesellschaft sollte sich mehr den Schutz der Tiere zur Aufgabe machen als ihre Schlachtung. Ist ja auch interessant. Also was macht, wenn wir mal Deutschland sehen, was machen die hier für einen Aufwand für Maschinen, um den Schlachtungsprozess noch schneller und effizienter zu vollstrecken. Die Kraft des Arbeiters wird missbraucht, wenn sie für industrielle Vorhaben verwendet wird. Die vielen verschiedenen Industriezweige können die Grundnahrungsmittel des Menschen, nämlich Reis, Weizen und andere Getreidesorten sowie Milch, Früchte und Gemüse, nicht erzeugen. Die Herstellung von Maschinen und Maschinenzubehör steigert nur den künstlichen Lebensstil einer Klasse von Menschen mit uneinnützigen Interessen und hält Tausende von Menschen in Hungersnot und Unruhe. Das sind nicht die Merkmale einer wirklichen Zivilisation. Jayadev und
Bhaktilata. Was sagt ihr dazu noch? Ich habe dazu zwei Gedanken. Der eine ist, wir im Moment in der Stadt hier, ich habe das vorhin kurz angeschnitten, unsere Gesellschaft ist auf Sand gebaut, obwohl das alles sehr massiv aussieht, aber ist insofern auf Sand gebaut, dass wir total in der Globalisierung stecken und in globalen Produktionsketten, ja, wo du gerade von Produktionseinheiten gesprochen hast, globalen Produktionsketten. Und man muss sich mal vorstellen, wenn aus irgendeinem Grund dieser globale Transport nicht mehr funktioniert, was dann mit knapp 4 Millionen Menschen in einer Stadt passiert. Ja. Also reicht auch schon, wenn einfach nur der Strom ausfällt, habe ich mal gehört. Ja, was dann los ist. Also es ist so dünn, worauf wir unsere Gesellschaft aufbauen, dass wir gut beraten sind, Srila Prabhupads Erläuterungen, die er uns hier gibt, ernst zu nehmen, ja, wie wichtig es ist, nach einem natürlichen Lebensstil zu streben. Und das andere ist, was ich auch wichtig finde, sich vor Augen zu halten, dass wir hier sitzen, wir haben ja alle einen gewissen Aufwachprozess durchgemacht. Also ich kann für mich sprechen, ich bin irgendwann aufgewacht. Ich habe 22 Jahre lang Fleisch gegessen, mit großer Begeisterung, am besten 3-mal am Tag. Das haben meine Sinne mir gesagt, 3-mal am Tag, ansonsten kannst du nicht gut leben. Aber irgendwann ist ein Aufwachen passiert und ich habe gemerkt, Mensch, das ist falsch. Und genauso, wir haben in Jandelsbrunn im Bayerischen Wald mal mit einem Landwirt gesprochen, der dort ein Milchbauer ist und durch die Milchproduktion lebt. Und der hat auch Weiden, wo die Kühe die Milch geben, dann rauf dürfen und so etwas. Ja? Aber da haben wir uns über die Hare Krishna über den Kuhschutz bei den Hare Krishnas unterhalten. Er kannte den Hare Krishna Tempel in Jandelsbrunn und hatte da schon viel von gehört über die Jahrzehnte. Und der hat gesagt, ist das wirklich so, dass die Kühe dort einfach leben können, ohne Milch zu geben? Und dass, wenn die alt werden, werden die nicht geschlachtet? Kann das wirklich sein? Ja? Also das zeigt so diese Bedeckung, überhaupt kein Gefühl für das Leben der Kuh zu haben, sondern wie du gesagt hast, Produktionseinheiten. Aber diese Bedeckung kann genauso schnell wieder weg sein, wie bei mir und bei, ich denke, den meisten von uns, kann ein Aufwachen passieren, sodass auch gesellschaftlich ein Aufwachen möglich ist. Mich hat das Ende der Erläuterung nochmal sehr an das erinnert, was dein Vater zu dir gesagt hat. Also dieser Satz, die vielen verschiedenen Industriezweige können die Grundnahrungsmittel des Menschen nicht erzeugen. Also da kommen noch die Beispiele zwischendrin. Aber dass du gefragt hast, ja okay, aber wie wird denn Rotkohl gemacht? Und dein Vater hat gesagt, der wird nicht gemacht, der wächst. Dass wir als, ja, eigentlich ist es dieser Aufwachprozess zu ich sollte eigentlich einschlafen, aber da war der Rotkohl zu spannend. Genau. Nicht aufgewacht. Ach! Ja. Prima. Jayadev und Bhaktilata, ich bedanke mich ganz herzlich und auch bei unseren lieben Zoom-Teilnehmern, die heute hier wieder so zahlreich mit dabei waren. Und wir können ja mal den Jayadev und der Bhaktilata ein freudiges Hari Bol zurufen. Ich muss hier kurz mal das Telefon. Du müsstest aber rausgehen, oder? Auf die rote Taste drücken. Das ist zu laut. Okay, also wo war ich stehen geblieben? Genau, wir wollen euch ein freudiges Hari Bol zurufen. Und zwar
und euch alles Gute wünschen und dass bessere Zeiten wieder in Berlin anbrechen. 3, 2, 1. Hallibol! Und ich schnapp mir mal meine Ukulele. Einmal alle den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Das soll für dieses Zeitalter sehr helfen, dass wir alle als Zivilisation auch zu einem gemeinsamen Aufwachen kommen. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, everybody! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.